Leute, Schaulan und ich begeben uns heute auf die Jagd nach Anomalien. Und zwar sind wir in dem verfluchten Bahnhof gefangen und wir müssen Anomalien finden, um rauszukommen. Bei Schaulan geht das Video auch ein bisschen länger, nämlich 10 Minuten, weil mein Aufnahmeprogramm nicht aufgenommen hat. Schaut also gerne für die ersten 10 Minuten bei Schaulan vorbei, Leute. Und wir gehen jetzt direkt mal ins Video rein, meine lieben Freunde. Da erkläre ich nochmal ganz kurz, um was es geht. Und ich würde sagen, ab geht's. Ja, genau. Und die Leute kriegen jetzt bei dir mit, wie genervt ich bin. Alles klar. Oh Mann. Nein, das ist natürlich. Menschen. Ach komm, nee, ist egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Meine lieben Leute, meine Aufnahme hat nicht aufgenommen. Schaut bei Schauerland vorbei für die ersten, keine Ahnung, 12 bis 15 Minuten. Wir spielen ein Spiel, bei dem wir zusammen Anomalien auffinden müssen. Und wir sind hier in so einem Zug oder beziehungsweise in so einem Bahnhof. Und wir müssen hier quasi, ja, alles, was sich verändert, eben finden. Und wenn sich was verändert hat oder wenn wir irgendwas Gruseliges finden, müssen wir in den Zug. Und wenn wir sagen, es passt alles, dann müssen wir rausgehen. Und Schauerland ist der allerechte Anomalienentdecker, ne? Also, so, jetzt schauen wir mal. Also so zur Info, der Detox ist gerade schon mal gestorben. Aber so ja, richtig das hart, stimmt, ne? An einem Jumpscare, so ja. Von hinten, ne? Den, ja, und den habe ich leider nicht aufgenommen. Das ärgert mich. Ich bin nämlich sehr, sehr, sehr doll erschrocken. Schade. Ich bin wirklich sehr doll erschrocken. Aber gut, so ist es, ne? Ärgern ist menschlich, wie Schauerland schon sagt. Ich bin sauer jetzt. Du bist jetzt Sauerland und ich bin Schauerland. Genau, ich bin okay. Sauerland, ja, richtig. Oh, hier, das, hier. Hm? Der Siff. Oh! Der Siff hier ist nicht normal. Oder? Oh, ja, dann lass gehen. Dann lass zurückgehen. Nee, der Siff ist nicht normal. Das kommt mir nicht normal vor. Dann lass gehen hier, der das, Siff. Das war vorher nicht. Das ist nicht gut. Ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil sie bei dir nicht gesehen haben, wie das. Aber dann könnt ihr einfach bei mir auf Video gucken. Ja, eben. Der schaut einfach bei Schauerland vorbei, Leute. Abonniert Schauerland. Wenn man einfach jedes Mal einsteigt. Ah. So was Dummes. Ja, wenn man jedes Mal einsteigt, startet man bei Bahnhof 1. Ah, ach so. Und dann musst du alles wieder machen. Also vermute ich mal. Alles, was ich sag, macht Sinn. Also hier vorne flackert es auch. By the way, habt ihr schon gesehen, wie das aussieht, wenn Schauerland spricht? Das sieht so dumm aus. Ja. Oder das hier. Ja, die Musik ist auch. Stimmt, ja. Tu mal deinen Kopf jetzt nach oben und schrei so. Ah! Ohne dich zu drehen, ohne dich zu drehen, ohne dich zu drehen. Okay. Ah. Oh mein Gott. Das sieht so kacke aus. Perfekte Thumbnail, wa? Ja. So, Nummer 7. Die Kuh hat gelacht. Die lachende Kuh, alles klar. Stand der Mülleimer schon hier? Ja, ja, der stand da schon. Schau dann, ich dachte, du bist der Allerechte. Ein Leichtsinn. Ja, doch. Doch, doch. Okay, hier flackert's, aber... Da ist alles gut. Nö, nö, ich bin nicht tot. Heb mal das Telefon ab. Soll ich es wirklich tot? Warte, vielleicht kann man auch in die Türen rein. Ach so. Nee. Glaube ich nicht. Aber mach mal Telefon, heb das mal ab. Gehen die Türen auf. Ja, mach ich sofort. Ich hab da nämlich Angst, weil da kam nämlich der Jumpscare bei mir. Nichts. Nichts, ja, dann können wir also rausgehen. Ich würde sagen, also ich hab nichts. Ja, dann gehen wir in den Exit. Ja, dann ab in den Exit. Nicht in den Zug! Ja? In den Exit, nicht in den Nein, Zug. Ich guck ja nur. Achso, nee, darfst nicht gucken, ist verboten. Ja, ich denke. Komm, lass mal versuchen. Aber lass mal aus. Doch! Das da! Da, guck mal! Das Bild stimmt nicht! Oh, Jesus. Ja, da war eine Frau mit Rucksack. Ja, das ist keine Frau mit Rucksack. Ja. Das ist ein Kind, was in den Wald guckt. Doch anders. Und schwarz-weiß. Komm, wir gehen. Ich habe Angst bekommen. Ja, da war eine Frau mit Rucksack drauf. Bin ich mir auch sicher. So was Dummes. Da ist ja alles. Okay, da ist ja, das stimmt ja gar nichts. Mal gucken, ob jetzt. Was? Mal gucken, ob wir jetzt bei Bahnhof 1 wieder rauskommen oder bei Bahnhof 5. Nein. Bahnhof 5 ist jetzt. Das Bild war doch ganz klar falsch. Ja, alles klar. Oxford Square. Du hast doch angegeben, oh, ich bin der Allerechte, ich kenn mich aus. Ne? Und jetzt zweifelst du. Das ist nicht gut. Ich hab genau das Gegenteil gesagt. Ach so. Ja, nice. Die Musik passt, ja. Geh du mal vor, ich hab Angst. Hier passt alles. Die Kuh lacht auch, schau. Die grinst. Die freut sich. Das Rohr ist anders. Was? War hier nicht ein rotes Rohr? Hier oben?
Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ein rotes Rohr oder zumindest ein zweites rotes Rohr. Irgendwie, okay. Irgendwie dachte ich, hier wäre ein rotes Rohr. Aber irgendwas fehlt hier, ja. Irgendwie sieht komisch aus. Hier ist aber die Frau mit dem Rucksack wieder. Aber es ist übrigens doch schwarz-weiß. Aber es ist die Frau mit dem Rucksack. Nee, es ist nicht schwarz-weiß, Bro. Der Rucksack ist doch blau. Ja, der ist blau, aber die Frau ist schwarz-weiß. Mann. Ja, das schon, ja. Das schon. Okay, also hier ist alles easy. Gerade eben waren es noch Geräusche, wa? Ja, ja, aber hier ist alles easy. Komische Geräusche sein. Warte, ich nehme ab, aber ich würde jetzt sagen, das Rohr war rot. Das weiter, oder? Wenn du das sagst, dann gehen wir wieder in den Zug. Ja, okay, gut, dann gehen wir in den Zug. Wenn du falsch liegst, dann kacke ich dir auf den Fuß. Ne? Ja, dann. Weißt du. Also, ich bin mir sicher, das Rohr war rot. Und? Oh mein Gott. Wow, okay. Siehst du? Sehr gut. Nee, da war nichts Rotes. Hä? Nichts. Nee. Okay, irgendwas machen wir, glaube ich, falsch. Das war rot. Ich glaube, irgendwas machen wir falsch. Ich bin mir nicht so sicher. Theoretisch, weil müssten wir jetzt wieder bei Bahnhof 1 anfangen, wenn es falsch wäre. Wir sind aber bei Bahnhof 6, das checke ich nicht. Das ist komisch. Das ist komisch. Oh! Zurück! Okay, ja, gut. Zurück. Ja, die Tür, das passt nicht. Alles klar. Das ist noch nie passiert. Zurück. Die Tür ist noch nie aufgegangen. Bevor da irgendwas Böses rauskommt. Bahnhof 7, dann haben wir es geschafft, du. Ja, nee, glaube ich aber nicht, oder? Also. Doch, bestimmt. Nee, jetzt verstehe ich das Prinzip. Nein, es geht nicht darum. Eine Station stimmt. Und wenn wir bei der in den Exit gehen, haben wir gewonnen. Gehen wir bei der in den Exit und wir sind falsch, sind wir gestorben. So rum ist es. Weil nur eine Station ist sicher. Die letzte bestimmt, die richtige. Ja, das kann sein. Da darf hier jetzt nichts passieren. Aber ich hätte schwören können, das wäre Rohr hier. Ja, aber hier ist nichts Rotes, ne? Das Rohr hier wäre rot gewesen. Wie ist die Musik? Ist die gut? Die ist okay. Ja, okay. Aber es ist schon ein cooles Prinzip, diese Games und dann auch noch im Koop, das finde ich schon gut. Das macht auf jeden Fall Laune. Ja, aber weil man sieht einfach. Ich wäre, glaube ich, Spaß, wenn hier mehr Leute werden. Okay, also das Bild ist okay. Da ist okay. Nee, hier. Hier ist was falsch. Hier, guck mal. Guck mal hier nach links hinten. Guck mal hier nach links hinten. Nicht gut. Oh, ja, das ist nicht gut. Können wir gleich wieder gehen. Mann, ich will endlich nach Hause, Mama. Ich hab keine Lust mehr. Ja, sind wir auf der Treppe. Oh, Junge. Oh, shit, ey. Die nächste Station ist bestimmt. Wahrscheinlich spielen wir das Spiel irgendwie so eine Stunde oder zwei. Und dann irgendwann haben wir mal den Exit. Nichts. Aber der Jumpscare war heftig, aber ich habe ihn leider nicht drauf. Nee, das mit Bahnhof 1, das war nur, weil die alle anderen Exit-Spiele hatten bisher immer 7 Level. Aber das ist jetzt nicht so, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, es gibt einfach nur einen Exit. Ich finde irgendwie das Bild von ihr hier unheimlich, ich weiß auch nicht warum. Ich finde, das verfolgt dich irgendwie. Ja, das verfolgt dich irgendwie, obwohl es dich nicht verfolgt, ist irgendwie sehr seltsam. Oben aus. Ich geh gucken. Oh, er kommt. Oh, shit. Nicht umdrehen, das ist der Jumpscare, Heini. Geh in den Bus. Zug. Oh, nicht umdrehen. Geh in den Zug. Oh, for fuck's sake. Oh, for fuck's sake, Mann. Oh Gott, okay. Boah, ey. Junge. Ja, weil dann jeder in seiner Dimension ist. Wir sehen uns dann beide nicht mehr, sag ich mal. Jeder ist in seinem Ding dann. Ja. Jeder ist was? Wenn das Vieh kommt, ist jeder in seinem eigenen Space. Ich nenne es mal in seiner eigenen Dimension. Also wir sehen uns dann nicht mehr. Ah, okay. Bis wir im Zug sind, ja. Oh. So ein Kackvieh.
Dann lass uns erstmal zusammenbleiben. Wenn du weg bist, weiß ich dann sofort, dass was nicht stimmt. Okay, das passt. Okay, Musik, oh, du willst nur mit mir Händchen halten, ne? Du mit deinem ausgekugelten Kiefer. Auf jeden Fall. Ich will ein sexy Kind weitersehen. Wir müssen auch in die Mülltonnen gucken. In die Mülltonnen? Da flakert's. So, Frau mit Rucksack, da sieht alles gut aus. Ich gehe ans Telefon. Ist okay. Telefon ist okay. Hier sieht es eigentlich auch gut aus, oder? Smile like a clown. Oh nee, der Typ hier, dem geht's gar nicht gut. Dem Typen geht's nicht gut. Dem fehlen die Augen, ne? Ja, und irgendjemand hat geschrien. Schnell zurück, bevor wir aufgegessen werden. Schnell weg, das ist falsch hier. Falsch. Ey, stell dir mal vor, du gehst aus dem Zug raus und dann sowas, ey. Haben wir die Station vielleicht schon verpasst? Nee, die kommt bestimmt wieder, selbst wenn wir sie verpasst haben. Aber wenn nicht, bist du schuld. Du. Du und dein ausgekugelter Kiefer, ihr seid schuld. Nur eine Station ist die Fluchtmöglichkeit. Ja. Bahn auf 10. Aber geht das halt immer so weiter? Ja, das geht halt so lange, bis wir halt mal in den Exit gehen, ja. Oh, da war was. Was? Hier stand gerade eine Figur. Als wir eingefahren sind, stand hier jemand, glaube ich. Echt? Aber vielleicht ist es auch Einbildung. Oh, Schauland, du machst mich fertig. Du machst mich wirklich fertig. Weil wenn jetzt alles perfekt ist, traue ich mich trotzdem nicht einzusteigen, weil du wieder so einen Käse erzählst. Oh Gott. Na, ich habe mich vertan mit dem Rohr. Das tut mir sehr leid. Nee, ich meine wegen der Figur. Ich heb mal ab. Okay, ne, ist alles gut. Geh du hier mal ums Eck. Ich kriege Angst. Geh du mal ums Eck. Ich bin bisher jetzt, immer wenn ich ums Eck gegangen bin, ist irgendwie schief gegangen. Sieht soweit gut aus. Ja, okay. Tatsächlich. Warte mal. Ja, also ich würde rausgehen. Warte mal, ja. Mit dem Bild war gerade was. Hat geflackert? Ja, irgendwas war da, oder? Boah, dieses Bild ist auch irgendwie so. Ich meine, das Kind hat geflackert. So fucking gruselig. Ja, es hat geflackert. Ich weiß aber nicht, ob es... Nee, das war bestimmt das Licht. Warte mal, was ist hier? Also die Musik hat gepasst, unten war auch nichts, ne? Ja, ich glaube, das passt. Lass uns mal in den Exit gehen hier oben. Lass mal ausprobieren, okay, was passiert. Einfach mal versuchen. Gib mir deine Hand. Okay, komm. Komm. Los geht's. Okay. Das ist shit. Ich glaube, das war nicht richtig. Nee, glaube ich auch nicht. Okay, bist du auch zurückgelaufen? Ich glaube, das... Was? Bist du auch wieder zurückgelaufen oder bist du gerade ausgelaufen? Nein, ich bin weitergelaufen. Okay, na gut, dann macht das keinen Unterschied. Es geht jetzt wieder Bahnhof 1 los. Oh no. Du musst jetzt hier starten. Oh no. Aber was war falsch? Ja, war das... Vielleicht wäre vorher eine Station... Nur eine ist ja richtig. Das heißt, scheißegal, wir dachten, es wäre richtig, war es trotzdem die falsche. Oxford Square. Das ist schon übel. Ja, oder es war die Figur, die du dachtest, gesehen zu haben. Ja, das Bild hat ja geflackert, aber ich hab's noch nicht nochmal gesehen. Nee, ich meine, wo wir eingefahren sind, hast du doch gesagt, hier stand jemand. Ja, aber das war vielleicht... Da hab ich mir das nur eingebildet. Ich weiß es nicht. Naja, Einbildung ist immerhin auch eine Bildung. Muss ja schon mal was heben ab. Okay. Safe. Also hier ist auch alles gut. Sieht gut aus, ne? Es heißt ja, es ist keine Änderung im Text, ne? Also hier Texte müssen wir uns nicht merken. Eigentlich. Ich hoffe nicht. Also da stand keine Änderung im Text. Ja, aber dann... Die Bilder können natürlich anders sein. Aber ich würde sagen, ist safe, oder? Gehen wir durch? Ja, komm, probieren wir es mal. Ja, gut. Okay. Hä? Okay, wo bin ich jetzt? Ich gehe jetzt wieder in irgendeine Tür rein. Hä? Aber was war da denn falsch? Ja, aber was? Keine Ahnung.
Ich glaube, du bist die Anomalie, kann das sein? Ich glaube, du bist die Anomalie. Ich glaube, du bist die Anomalie. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir machen jetzt so lange, bis wir einmal richtig reden. Sag mal, Schauerland, hörst du mich eigentlich nicht? Was? Ich rede die ganze Zeit, du hörst mich nicht. Ich schreie hier schon. Mach mal deinen Ton lauter. Ja, du bist sehr leise. Ich habe meinen Ton schon sehr laut gemacht. Das Problem ist, du bist immer noch deutlich leiser als die Umgebung. Okay, warte. Bin ich jetzt laut genug für dich? Hä? Bin ich jetzt laut genug? Also ich habe mich lauter gemacht. Ja, ach so, du kannst dich lauter machen. Ja, unten rechts im Einstellungsmenü. Ja, ja, bitteschön. Geht's jetzt, oder? Ich kann wieder dieses Video bearbeiten. Ja, ja, das machst du doch gerne. Hör der Musik zu. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ich will das nicht mehr. Ich muss die Anomalien finden. Dieser Tunnel macht mir Angst. Ist noch hier oben? Bitte? Bist du tot, Detox? Wenn du tot bist, dann kann das ja nur die falsche Station sein. Ha! Asche! Bist du erschrocken oder nicht? Ja, hier ist nix. Hier ist nix. Also, ich würde sagen, hier ist nix. Ja, aber das kann ja nicht sein. Dann irgendwas übersehen wir doch dann, oder? Ich weiß nicht. Parabone Dental. Was könnte falsch sein hier? Ja. Oder sollen wir weiterfahren? Aber vielleicht nee, ist es nicht aber, richtig. Aber, hä? Aber ist nichts passiert? Nirgendwo. Oder? Komm, lass noch mal unten gucken. Also ich weiß nicht. Irgendwas, glaube ich, machen wir hier falsch. Lass noch mal in den Bildern gucken. Ah, es sieht alles okay aus. Nee, aber das ist es nicht. Die Sitze hier sind auch, oder? Ja. Haben wir die mal gezählt? 1, 2, 3, 4, 5. Ey, ich habe keine Ahnung. Komm, lass einfach durchgehen. Ich glaube, das ist richtig. Jetzt haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Exit, ja. Warte, lass mal. Mal richtig liegen, ne? Ja, aber doch nicht gleich bei der ersten Tür. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Egal. Ja, geh mal durch. Mach mal. Und. Nee, sag ich ja. Es ist irgendwie... Was machen wir denn falsch? Riesig. Ich wurde gejumpscared. Echt? Von was? Ich war in dem roten Bereich und ich konnte da weitergehen und dann wurde ich gejumpscared. Von was denn? Du kannst rennen, aber du kannst dich nicht verstecken. Okay. Hast du es vergessen? Aber... Ich verstehe nicht, was wir da jetzt übersehen haben. Das ist, geht mir nicht in den Kopf. Also, weiß ich nicht. Tja, aber du bist auch reingerannt, oder? Ja, ja, also, ja. Du ja. Bist auch, ja, ja, doch, doch, doch. Hm. Vielleicht muss man sich einig sein. Hm. Oxford Square, 34 ST Station. Vielleicht ist das mit dem Text nur ein Scam. Hm. Habe ich auch schon gedacht. Posch. Steht hier immer Posch Nummer 7? Also Nummer 7 steht da. Ja, ja, Nummer 7 steht da, ja. Die Kula. Find yourself. Oxford Art Gallery and Café. Dort können diese Bilder auch schon anders sein. Hm. Da wirst du ja paranoid bei. Ja, natürlich. Das ist ja der Sinn des Ganzen. Ich geh ans Telefon. Ja. Hinter dir. Oh, oh. Oh, oh. Lauf, lauf, lauf. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen, das ist gar nicht gut. Umdrehen heißt Jumpscare. Wir wollen keinen Jumpscare. Na, ja, hast dich nicht umgedreht, okay. Ne? Hast dich nicht umgedreht. Nee, kann ich mich gut. Jetzt umdrehen? Nee. Jetzt oh umdrehen? Gott, hinter dir!
Dreh dich um! Nein, du kannst dich umdrehen. Oxford Square. Oxford Square. Okay. No, 7 steht da schon. Du hast die Sitze gezählt, mal, ne? Wenn wir einfahren, versuch auch mal aus dem Fenster zu gucken. Ja, hab ich. Ich bin mir nicht sicher wegen dieser Figur, die da stand. Okay. Musik ist richtig. Porsche Nummer 7. War das schon immer so, dass hier Heidelbeeren waren? Kirschen? Ja, doch, ja, ja. Ne? Okay. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, warte, ich heb ab. Okay. Ja, ich rede die ganze Zeit, ja. Hast du mich nachgemacht? Oder habe ich irgendwie ein Echo gehört? Keine Ahnung. Hast du auch ja, auf jeden Fall gesagt? Ja, das habe ich gesagt, ja. Okay, dann warst du das. Aber hier ist schon wieder nichts. Hier ist schon wieder alles gut. Klingst. Schau mal, das stimmt nicht hier. Der Typ, der da im Plakat steht. Guck mal, was hier. Denn? Der Typ im Plakat stimmt nicht. Da war kein Typ. Ja, das stimmt. Ja. Ah! Ah! Was? Er hat mich gejumpscared. Er kriegt die ganze Zeit Jumpscares ab. Das ist die Rache, weil du mich vorhin ausgelacht hast. Ja, ja. Ah. Ja, es tut mir sehr leid. Ich werde auf jeden Fall heute Nacht, wenn ich schlafen gehe. Cool. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich schlafen gehe und träume, von deinem ausgekugelten Kiefer träumen. Oxford Square. Ja, das ist Wahnsinn. Oxford Square. Was meinst du, was man mit so einem ausgekugelten Kiefer alles machen kann? Oh. Da gehen wieder die Fantasien mit ihm durch hier. Junge. Ja, ja, ist recht. Hör lieber die Musik da. Das machen wir nach der Aufnahme, mein Freund. Die Musik ist gut. Musik ist gut, okay, Porsche Nummer 7. Musik ist gut, super. Ach übrigens, by the way, wir müssen bei solchen Spielen auch hier die Fliesen an den Wänden zählen oder diese, die Mauerstücke, ne? Auf jeden ne? Fall. Ja, also mach das mal bitte. Guck auch immer schön gerade in die Mülltonnen rein, wegen Pfandflaschen natürlich. Naja, ja. Was erwartest aber du in den Mülltonnen? Jetzt keine Ahnung. Oh shit! Zurück! Okay, er kann mich wieder nicht hören. Schauerland kann mich wieder nicht hören. Oh, ja, du warst weg, ne? Ja, du auch. Aber hast du mich noch schreien gehört? Nee, ich hab gar nichts gehört. Boah, das ist ultra fies. Ich hab den Jumpscare bekommen, weil da irgend so ein Penner im Eck stand, so eine Puppe. Aber dann war ich schon weg in dem Moment, wo ich geschrien habe. Also hörst du mich gar nicht. Das ist übelst der Scam. Oxford Square. Oxford Square. Ja, okay, dann, wir schaffen das, Schauerland, wir schaffen das. Nee, da stand niemand. Ganz safe. Okay, Musik ist richtig, die passt. Musik ist safe. Diese Heidelbeeren, alles noch da, alles gut. Heidelbeerlis, ich mag Heidelbeerlis. Den Automaten ist alles easy, ich heb mal ab. Okay, abheben passt. Jetzt geh du mal da ums Eck, ich hab keine Lust mehr. Ich will da nicht immer lang gehen, ich hab Angst. Da ist was komisch. Hörst du Musik, hörst du das auch? Ja. Ja, stimmt nicht, wir müssen zurück, ab zum Zug. Bevor uns wieder irgendwas jumpscared. Da stimmt was nicht, komm. Die Musik ist anders. Ja. Da ist keine Musik, das ist so ein komisches Geräusch. Ja, das ist so ein komisches Geräusch. War auf jeden Fall vorher nicht da. Ah, guck mal, wir werden Profis gerade. Wir werden gerade übelst die Profis. Hoffe ich mal. Entspannend. Das sehen wir erst, wenn alles okay ist. Keine Anomalie. Naja, das stimmt. Mehr da ist, ne? Entspannend ist das alles. Sehr entspannend. Vorher geht hier gar nichts. Bahnhof 5. They're arriving in Oxford Square. Warte, lauf mir nicht ins Bild. Ich muss gucken, ob hier einer steht. Das heißt, ich soll nicht ins Bild laufen. Ich geb dir gleich einen Burgfutze, kriegst du gleich. So ein richtige Knackwatschen, halt in dein Futz, ne? Okay, Musik ist gut. Ich frage mich, hier unten hat sich noch nie irgendwie was verändert. I see you. Hä? Oh!
Warte, leise, komm her. Bro, hörst du das? Da ist jemand auf Toilette. Da ist jemand auf dem Klo, ja. Geht's Ihnen gut? Tschulfa? Nee. Tschulfa? Okay, wir gehen. Wir gehen zurück. Tschulfa ist am Schacht. Wir lassen ihn mal in Ruhe, ne? Deswegen konnte er heute nicht mit uns aufnehmen. Jetzt wissen wir das. Der Geschäft macht, der macht ein Geschäft, ne? Aber deswegen konnte Tschulfa mit uns heute nicht aufnehmen. Ne? Auf jeden Fall. Der ist jetzt halt aber auf dem Klo. Steigen Sie wieder in den Zug. Es steht nicht im Text. Ja, ist echt komisch, ne? Nur eine Station. Oxford Square. Aber hier unten ist nicht wirklich was, oder? Es Nö. Ist immer oben. Ja, ja. Ja, außer das Ding. Das war ja auch hier schon mal falsch. Musik. Aber hast du sonst schon mal irgendwas hier gesehen? Ja, dich? Ich höre was, warte. Pss. Warte, komm mal mit. Ich habe gerade so ein Lachen gehört oder so. Junge, dein Kiefer, ich krieg echt eine Psychose, Mann. Ich kann das nicht mehr. Das Kiefer sieht so dumm aus einfach. Kiefer. Das ist unfassbar. Das sieht so kacke aus, dein Kiefer. Nicht nur mein Kiefer, du. Das Deep Throat Kiefer. Oh mein Gott. Böse Wörter. Du willst das doch noch bei YouTube hochladen, oder? Nee, bei YouPorn. Bei OF. Bei PornTube. Ja, sieht gut aus, oder? Nee. Das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Aber was soll hier anders sein? Keine Ahnung. Die Bilder sind vertauscht, Bro. Oder? Zen Bugarden ja, war doch rechts, ne? War immer rechts, ja, das stimmt. Das Grüne war rechts. Look at my brain. I got the big brain. Ja, du bist echt gut. I'm the big guy. Ja, jetzt ausnahmsweise, das ist der Vorführeffekt. Normalerweise kacke ich bei sowas immer übelst ab. So. Bin gespannt. Wenn man sich anders entscheidet, dann macht der eine weiter und der andere fährt, oder was? Nee, ich denke mal. Menschen und ich denke mal, das geht. Die gehen raus und die anderen fahren weiter. Oder nee, das wird nicht gehen, denke ich mal. Ich denke, das wird nicht gehen. Oxford Square. Ich denke, das wird nicht gehen. Okay, ich habe keinen gesehen. Mach die Musik an. Dieses Kiefer, jo. Da ist die Musik, okay. Die Kuh schaut aber wieder glücklich. Aber hier unten hat sich noch... Das ist doch echt zum Kotzen. Wir laufen immer gleichzeitig rein. Ist geil. Aber der Licht-Aus-Jumpscare ist immer gleich, ne? Ja, ja. Ja, aber es sind ja verschiedene. Also da war jetzt eine Puppe, oder? Hast du die gesehen? Die Puppe? Nee. Ja, okay, die hab ich gesehen. Und dann wird das Licht, geht das Licht aus. Oxford Square. Also draußen stand niemand. Also alles chillig. Normalerweise. Ja. Oh, heute bin ich aber müde, du. Meine Güte. Wir hören und. Das kommt, weil du immer vorrennst. Was denn? Das kommt, weil du immer vorrennst. Das sieht man halt. Deswegen kriegst du immer die Jumpscares ab. Ja, ich bin halt derjenige, der das alles gleich in seinem geistigen Auge erfasst, weißt du? Also hier ist alles gut. Was? Hast du abgehoben? Also Telefon war okay. Ja, okay. Ja, ist okay. Oh, da war was. Ja, können wir gleich zurückgehen, meine Güte. Da war was. Hast du es gesehen? Ja, ich hab's gehört. Schau. Das hab ich gehört. So, solche Sachen. Da war irgend so ein Flackern, ich bin mir sicher. Na, ich habe aber wirklich Geräusch. War da, also. Insofern. Ich weiß nicht. Meine Fantasie spielt mir vielleicht einen Streich. Okay, ich guck raus. Oxford Square. Nee, das war schon richtig, Bro. Das war schon richtig. Ich hab's ja gehört. Ich hab das Gefühl, du hörst mich irgendwie nicht. Wenn du das gehört hast, dann glaub ich dir.
Alright. Hört sich normal an. Die Geräusche sind normal? Ja. Die sind normal, ja. Die sind normal. Okay. Ich nehme ab. Ist okay. Wie sieht's hier aus? Da schaut's gut aus. Bei ihm sieht's auch gut aus. Ja. Warte mal, die Automaten stehen anders. Der stand rechts. Ja, der oh. Rechts. Ja, ist falsch. Mann. Mann, ist Mann, mir nicht Mann. Aufgefallen. Ey, du bist hier the brain. Ja, heute ist ganz komisch, Mann. Heute ist irgendwie, heute habe ich es irgendwie. Das ist mein Einfluss, du. Ja, aber echt, das ist dein Kiefer. Ich komme auf andere Gedanken. Mein Kiefer. Ja, hör auf jetzt. Der öffnet deinen Geist. Mein Kiefer ja, öffnet deinen Geist. Im wahrsten Sinne des Wortes, schau mal. So, rausgucken. Wir dürfen uns nie in Real Life treffen. Oxford Square. Oxford sind Square. Tausende Kilometer dazwischen. Millionen. Das Bild, können wir gleich drin bleiben. Ja. Ah, ja. Ja, okay, komm direkt wieder rein. Tschüss. Das ist sowas von auffällig. Tschüss. Dieses Kiefer, ja, ich kann nicht mehr. Ich krieg so eine Psychose von diesem scheiß Kiefer, Mann. Alter. Der Kiefer, Mann. Er bringt die Kiefern ran. Ja. Bill arriving in Oxford Square. Oxford Square. Okay. Das ist alles normal. Schön. Okay, Musik ist Musik normal. Musik ist gut. Bilder gut. Musik gut, Bild gut. Musik. Alles andere ist Arsch. Tunnel gut. Hier gut. Okay, Strand gut. Rucksack gut. Das gut. Warte mal. Was denn? Ich bin mir fast sicher, dass die Logos hier, dass das M hier anders ist. Ja, kann ich hier, keine Ahnung. Ich glaube doch. Und ich bin mir hier jetzt sicher, dass das Schild nicht weiß auf schwarz war, sondern schwarz auf weiß. Nee, war es nicht. Schau dann, halt dein Maul. Wir gehen zurück in den Zug. Ja. Nein! Die waren. Nee. Ab in den Zug, komm, Schauland. Ab in den Zug. Also, wir schauen. Mal gucken, M und Schild. Ja. Wäre weiß gewesen. Nee, das also war doch nicht. In den Zug steigen, ja? Das war doch nicht weiß. Das war doch nicht weiß. Sehen wir nee. Gleich. Nee. Und was ist mit dem M? Ja, das war ein anderes weißt, Logo, aber kein M. Logo? Ja, das war kein M. Ach, also, denn? Das war, weiß ich nicht, aber das kam so in die Birne reingeschossen. Nein! Ah, warte auf eins. Es wäre die richtige Oxford gewesen, Square. Ne? Weißt du? Oh mein Gott, wir hätten raus können. Ich habe mich getäuscht, du hast dich getäuscht. Du hast getäuscht. Ja. Also starten wir doch wieder bei 1. Ja, wenn wir uns dann täuschen, dann ja, verdammt. Verdammt, Mann. Oder gibt's nur 11? Nee. 100% war das richtig. Das ist bestimmt. Was zur verfluchten Hölle, Bro? Oh no. Tod, Mann, was ist das für ein Scheiß? Wie fall ich da in ein fucking Loch rein? Oxford Square. Oh, bleib mal drin, ich geh einfach Oxford raus. Square. Kann ich nicht nach. Ich geh jetzt einfach raus. Dann sind wir beide tot. Oder ist der Richtige? Ich renn. Bro, da ist er ja. Alter, du bist einfach in ein Loch gefallen. Und dann bin ich in diesem roten Labyrinth gestrandet und dann hat mich irgend so eine Olle so gejumpscared, dass ich mir in die Hose geschissen habe. Das war richtig gut. Ey, pass auf, du musst nicht immer das Spiel beenden bei sowas, ja? Okay. Also,
Ich laufe dann einfach in den Ausgang und dann machen wir weiter. Und entweder habe ich das Spiel dann gewonnen oder wir sind dann ja, okay, okay, dann machen wir das so. Alright. Machen wir das so, wenn einer stirbt, ja, wenn das, wenn das klappt. Ausgang. Ja, wenn das klappt. Das sollte klappen, ja. Okay. Alter, das Spiel ist so krank. Das, ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist einfach ein scheiß Loch. Aber das Gute ist, diese Station merken. Ja doch, schau, ist ein M. Ich weiß ja, nicht, was ich mit diesem M hatte. Es ist ein M. So, aber der Text ist auch schwarz, guck mal. Also ja. Das wäre falsch gewesen dann. Das gar nichts. Gewesen, das war ne? Die richtige. Es wäre richtig gewesen. Ja. Aber guck mal, der Automat steht doch links, der gelbe. Der stimmt. Der gelbe Automat steht doch links und nicht rechts. Hä, aber das dann checke ich nicht, gewesen. Weil dann wären wir ja schon früher rausgeflogen. Hä? Ja, vielleicht war was anderes, was wir nicht gesehen haben. Ach so, wir müssen jetzt wieder zurück. Ja, ja. Es ist strange, Mann. Ja, ja, ich bin da. Ja, okay, wir probieren es jetzt nochmal und dann. Einmal probieren wir es auch. Genau. Müssen das doch hinkriegen, ey. Einmal versuchen wir es noch. Wir müssen noch einmal ein Spiel schaffen, wir beide, oder? Wenn euch das Spiel gefällt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und den von Rotoxel. Das ist doch der richtige, ne? Rotox. Der heißt zwar Detox, aber ist eigentlich der Rotoxel. Der Rotoxel. Lasst einen Kommentar da und liked dieses Video. Das ist, ganz wichtig. Das ist bayerisch, Rotoxel, für Wolperdinger. Rotoxel. So. Rotoxel Wolperdinger, das googelst du mal, okay? Nicht, dass das Loch da wieder erscheint. Nee, ich geh bloß auf der gelben Linie, Mann. Du darfst jetzt vorgehen, ja, ich habe keine Lust mehr. Der Hammer, ich geh mal vor, okay? So, Rucksack ist da, check. Ah, nee. Nee, nee. Stand hier Purchase Tickets hier? Ja, 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 ja. Okay. Da ist ja alles gut. Telefon gut? Oh, nee, kommt einer. Oh, ich hasse das so. Ich hasse das so, weil ich denke immer, das ist direkt hinter mir. Das ist es auch. Oh, 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 oh. So ein Scheiß. Ich zitter so da immer Scheiß. Voll, wenn einen das Vieh verfolgt, weil das so knapp hinter mir ist. Boah, Junge, ich krieg da immer. Ich bin einfach nur weggerannt. Mir stellen sich da immer die Sackhaare auf. Oh Gott. Heilige Mutter. Ja. Wir gehen raus. Ist doch vom Winter, wenn es kalt ist, weißt du dann. Ich bin ausgefallen vor Angst. Ja. Erstmal wieder Musik hören. Ja. Ey, die war nur einmal falsch, die Musik. Das gibt's doch nicht. So, hier schön Abstand, ja? Ja, ja, zum Loch. Das kann aber auch überall sein. Ey, ich hab keine Ahnung, was hier noch passiert. Ey, da runterfallen, das ist echt nicht gut, Mann. Sag ich dir, es ist wirklich nicht gut. Hast du abgehoben? Der Scheißer, der war auch gut. Was? Nee, nee, noch nicht. Heben ab. Okay. Alles gut. Stand da oben schon immer ein Schild an der Tür oben? Ja, ja. Okay. Hm, das stand da schon immer. Zumindest stand da irgendwas. Aber Texte verändern sich ja auch nicht, oder? Das war rechts, das passt. Das Grüne war immer. Ja, das sieht gut aus. Aber ich finde, es sieht gut aus hier. Oder? Meinst du? Ja, das sieht doch. Ich glaube schon. Flackert alles ein bisschen viel, aber... Irgendwas stimmt schon wieder nicht. Aber was? Ist jetzt hier dran aus? Nee, ich hab so ein... Ich weiß sollen nicht. Sollen wir nochmal unten gucken? Schauen wir nochmal, ja. Albane ist aber auch richtig, ne? Albane ist richtig, ja. Die 9 ist richtig. Ja, die Bilder sind auch alle richtig. Aber ich würde sagen, es ist die richtige. Bei dem Bild hier, unten, dieser Schatten unten rechts, da bin ich mir nicht so sicher. Das da, keine Ahnung, aber ich hab, ich, ja. Doch, der war immer da, doch. Ist die richtige. Also meinst du? Lass nochmal nach links gehen, wenn jetzt nicht nochmal was passiert. Wenn wir noch was sehen. Ich würde sagen, ist alles gut. Das ist die richtige, komm. Lass uns ausprobieren. Warte mal, grinst der wirklich so? Warte mal, grinst der am Plakat wirklich so? Hat er nicht nur gelacht?
Der an diesem Plakat hier, hat der nicht nur gelacht? Grinst der wirklich so? Schon, ne? Ja, doch, das ist derselbe wie da. Das ist derselbe wie der Dancehall-Typ. Das ist derselbe Typ. Selber Blick. Los, komm. Lass uns versuchen. Oh. Das gibt's doch nicht. Aber was? Was war der denn jetzt anders? Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es nicht. I don't really know. Das gibt's doch gar nicht. Wir können doch nicht zu doof sein dafür, Mann. Ja, anscheinend schon, ne? Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr was gesehen habt, was wir nicht gesehen haben. Also ich will jetzt echt zu doof dazu. Ich will jetzt... Da ist jetzt ein rotes Rohr, was hier, nicht rot, stimmt. Rot, siehst du? Ja, rot stimmt nicht. Rot. Also rein. Rot stimmt nicht. Ja. Das war das, was dich irritiert hat. Ja, das hat dich irritiert. Ich hab mir das doch nicht eingebildet. Ich hab mir das doch nicht sehr eingebildet. Sehr gut, er hat sich nicht eingebildet. Aber rot ist falsch. Rot ist falsch, ja. Aber ich will jetzt hochgehen, ich will jetzt das Plakat von dem Typen sehen. Da hat irgendwas nicht gepasst. Das Plakat von dem Typen, dass der grinst oder was? Ja. Doch, der grinst. Hä? Bin ich mir ziemlich sicher, ich mach schon Musik wieder hier. Rot. Es ist schon wieder rot. Oder war... Boah, ich bin so verwirrt. In der Station. Ändert sich das doch immer pro Station und wir haben nicht aufgepasst? Oh mein Gott. Ja, das kann sein. Schauland, wir sind verloren, wir beiden. Wir sind verloren. Geh du vor wegen dem Loch. Oder es ist einfach zufällig nochmal rot. Das kann auch, da sind Augen im Exit. Ja, okay, das ist so oder so falsch. Das ist auch aber falsch. Ist das jetzt das immer rot? Jetzt Zufall sein. Oder war gelb immer falsch? Keine Ahnung. Oh mein Gott, ich krieg eine Psychose. Ich krieg eine Psychose. Also ich war mir ziemlich sicher, dass rot richtig ist. Aber ja, aber dann mal gucken, ob es auch mal wieder gelb wird in dieser Session. Also wenn es jetzt wieder rot ist, ist rot richtig. Und wenn es jetzt gelb ist? Dann habe ich ein intellektuelles Problem. Das ist rot. Ja, dann ist es. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, Mann. Ich weiß nicht mehr, was wir hier tun. Ich weiß hätten, nicht mehr. Hätten wir dann. Aber heißt das dann, die kann sich auch. Durch nee, das heißt einfach, wenn das Spiel neu startet, sind die Sachen anders. Und dann muss man sich das neu einprägen. Ja, aber welche Sachen sind dann noch anders? Ja, keine Ahnung. Das ist die gute Frage. Vielleicht ist es auch nur das dicke Rohr, das anders ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Meinst du, dass die einen so richtig mit dem dicken Rohr verarschen wollen? Ja, ich glaube, die verarschen dich richtig mit dem dicken Rohr. Was Hallo? War das? Oh, great. Ich wollte einfach mal versuchen, wo es dahin geht, Leute. Ich wollte es einfach mal wissen. Oh, oh. Tod. Hilfe. Er hat es nicht geschafft. Wieso bin ich tot? Ich habe es doch geschafft. Wie hat er das gemacht? Wieso stirbt er immer? Ja, weil ich da reingegangen bin. Rausgehen. War noch vier. Bell arriving in Oxford Square. Es kann doch nicht sein, dass dieses Scheißding immer rot ist. Ich gehe jetzt raus. Für Detox. Damit wir wieder vereint sind. Nach dem Tode. Ist mir jetzt egal, auch wenn da Augen sind. Ist mir egal. Ich gehe raus. Aber funktioniert das? Fuck kommt you. Er dann? Wäre das jetzt richtig? Nein, es ist falsch. Natürlich. Natürlich ist es falsch. Oh nein, hier kommt das Monster wieder. Achtung, Jumpscare. Drei. Also, ich bin in die Tür reingegangen. Ich bin einfach reingegangen in die geöffnete Tür, weil ich wollte wissen, was passiert. Und ich bin aber dem Monster entkommen und war trotzdem tot. Einmal versuchen wir es jetzt noch und dann, ja. Ich will das schaffen, Schauerland. Können wir uns jetzt das nochmal, ja, ich will es auch schaffen, aber können wir uns das jetzt nochmal angucken? Oder ist es jetzt immer derselbe Bahnhof? Bleibt das Rohr jetzt rot? Es ist rot, ey. Was haben wir da mit diesem gelben Rohr gemacht, Mann? Ich bin so verwirrt. Aber es war die ganze Zeit gelb. Ich bin maximal verwirrt. Ich glaube, es ist mal rot und mal gelb. Das ist einfach dann der Bahnhof, den du merken musst. Aber was ist dann noch anders? Tja. Dieses Spiel macht paranoid. Vielleicht ja, ich, das ist wirklich anders beim Originalbahnhof.
Jetzt hör auf, Mann, mach mich jetzt nicht fertig. Das kann alles anders sein. Jeder kleinste Stein kann anders sein. Ich gehe jetzt in die Ecke. Ja, mach, die Ecke ist immer am schlimmsten, da passieren immer die schlimmsten Sachen. Der Typ, ja, ne? Hat schon wieder seine Augen verloren hier. Ja, dann gehen wir mal runter. Dann ab in den Zug. Ab in den Urlaub, Schauerland, komm. Ja, der Grill. Wir fahren jetzt, wenn er seine Augen verloren. Ja, genau, wir fahren jetzt mit dem Zug zu den Malediven, okay? Ja, das kann sein. Ja, das kann sein, ja. Wenn er die Augen schwarz hat, dann grinst er auch nicht mehr. Alter, was ein Spiel. Das macht mich fertig. Nicht nur dich, Mann. Oxford Square. Okay, ist immer noch rot jetzt. Hast du den Sound gerade gemacht? Ich habe nichts gemacht. Dieses Arr. Nee, das war ich nicht. Aha, ich glaub's irgendwie nicht. Nein, ich habe wirklich nichts gemacht. Ach doch, ich habe getrunken. Vielleicht hast du es abgehört. Ja, okay. Hat sich angehört, als hättest du dir dann abgestöhnt. Also hier ist alles okay. Geh nicht vor, lass mich das machen. Ja, mach mal. Lass mich da hinten gucken. Hier ist gut. Der lacht. Der lacht. Aber dann würden wir jetzt wieder... So, da ist richtig. Bild ist richtig. Auf dem Klo sitzt keiner. Für mich. Kein Julfa auf dem Klo. Ja, aber das kann doch nicht sein, oder? Ah... Wie viel der Bahnhof ist denn das? Der dritte. Oder der... Wäre jetzt nicht wegen dem leise, Mord, leise, leise. Meine. Hier ist nix. Ich hab was. Was denn? Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Das sind deine Turnschuhe, die quietschen. Naja, nee. Ich weiß nicht. Warte mal. War der im Hintergrund immer schon weiß? Ja, doch, war er schon, ne? Das Plakat war im Hintergrund immer schon. Ja, das ist alles richtig. Nein, ich sehe, hier ist nichts. Denkst du, das ist richtig? Hast du das jetzt gemacht? Was? Ja, das war ich. So gestöhnt. Ja. Ich denke, das ist richtig. Ich wette, das ist nicht richtig. Warte, aber ich wüsste auch nicht. Mal gucken. Ja, ich weiß nichts. Komm. Komm zusammen. Wir sind uns beide sicher. Nee, ich bin mir nicht sicher. Oh, ich will nicht wieder gejumpscared werden, Mama. Das gibt's nicht. Ich habe keine Ahnung, was da hätte falsch sein können. Ja, ich auch nicht, ey. Leute, das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Wir kommen hier nicht weiter. Das ist echt unfassbar. Also, was haben wir jetzt? Also gerade jetzt, Leute, was haben wir jetzt hier beim letzten Bahnhof übersehen? Das will ich jetzt wissen. Irgendeiner von euch ist mehr Profi als wir und weiß das. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und lasst einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wenn euch das, oder wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgeht, wahrscheinlich läuft man einfach nur in Exit rein und hat gewonnen. Dann schreibt's in die Kommentare, dann machen wir noch einen Part. Aber ich kann mir das mit dem Kiefer ausrenken nicht mehr geben. Ich kann mir das nicht mehr anschauen. Ich kriege Nervenzusammenbruch, also wirklich. Ich finde es auf jeden Fall total lustig. Ich finde es lustig. Es ist auch wirklich interessant. Also ich finde das stimmt, ja. Das nice, stimmt. Das Spiel. Das stimmt, ist mit ja. Mit dir sowieso immer nice. Ja, es ist mir auch immer eine Ehre mit deinem Deep Throat Kiefer, dass du. Okay, Leute, also. Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Sorry. Haut rein.